Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Video im Jahr 2017. Ich weiß, es ist inzwischen schon ein klein wenig her, aber ich wünsche euch natürlich noch ein sehr, sehr schönes, gesundes, frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle sehr, sehr gut reingerutscht und ich hoffe, wir erleben hier auf diesem Kanal auch sehr, sehr viele schöne Momente weiterhin. Und ja, wir starten heute mit einem kleinen Aufgebraucht-Video. Ich habe wieder fleißig meine kleinen Produkte beiseite gestellt, um euch zu zeigen, ob es sich denn lohnt, die Produkte nachzukaufen und was ich davon halte. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zusehen und dann legen wir gleich mal als erstes los. So, und dann starten wir als erstes mal mit den Produkten für die Gesichtspflege. Und da ist als erstes bei mir ein Waschcreme leer gegangen. Das ist eine Waschcreme und ein Make-up-Entferner von Rossmann. Und zwar ist das die Eigenmarke von Rivaldi Loop. Und ich bin sehr, sehr speziell, was wirklich Make-up-Entferner und Waschcremes angeht. Und ich hatte davor auch eine andere Waschcreme und musste sie jetzt wirklich sozusagen separat einfach mitnehmen, weil meine alltägliche leider nicht mehr in dem Regal vorhanden war. Und was ich dazu sagen kann, ist auf jeden Fall, dass sie das Make-up wirklich sehr, sehr gut runtergenommen hat. Und ja, man musste gar nicht groß irgendwie auf den Augen rumreiben, um die Mascara zu entfernen. Das fand ich wirklich sehr gut. Und sehr, sehr gut fand ich auch, dass sie überhaupt nicht in den Augen gebrannt hat, nachdem man das Ganze abgewaschen hat. Also wirklich zu empfehlen, schaut es euch mal an, wenn ihr beim Rossmann seid. Die ist auch wirklich sehr, sehr günstig und ja, für den alltäglichen Gebrauch auf jeden Fall zu empfehlen. Dann kommen wir zu diesem gehypten Produkt. Das geht ja jetzt wirklich einfach durch die Werbung. Man sieht immer wieder, es wird Werbung für diese schöne Gesichtsmaske gemacht. Und zwar ist das die Gesichtsmaske von L'Oréal Paris. Das ist die Detox-Maske mit Tonerde. Das gute Produkt enthält 3 reine Tonerden und Aktivkohle und soll einen gesund strahlenden Ton hervorzaubern. Ich habe das Ganze mal getestet und ich muss wirklich sagen, es hat sich nicht wirklich gelohnt. Das Produkt hat sehr, sehr merkwürdig gerochen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es wirklich sehr männlich gerochen hat, aber ich hatte jetzt nicht irgendwie das Gefühl, ja, dass es einfach irgendwie frisch und sauber gerochen hat. Und ich habe mich auch wirklich sehr gewundert, dass es überhaupt gerochen hat, weil Tonerde ist wirklich im Speziellen eigentlich geruchsneutral. Und ja, die kann ich euch jetzt nicht wirklich empfehlen. Ich meine, sie hat sehr, sehr gut das Gesicht gereinigt danach und man hatte auch ein sehr, sehr schönes Hautgefühl. Aber ich finde, für den Preis kann man das Ganze mit einer normalen Tonerde aus der Drogerie ganz einfach selber machen und da hat man langfristig auf jeden Fall mehr davon. Dann kommen wir mal zur Gesichtspflege und da habe ich dieses schöne Produkt aufgebraucht. Das war auch von Rossmann und verwende ich wirklich jeden Tag abends, nachdem ich mich einfach abgeschminkt habe. Und das ist die Ringelblumensalbe von der Marke Alta Pharma. Die ist mit Vitamin E und Jojobaöl und ich muss wirklich sagen, die ist perfekt, gerade bei trockener Gesichtshaut pflegt sie super, super gut und gerade wenn draußen das Wetter wirklich sehr, sehr kalt ist, hat man ja das Gefühl, dass die Gesichtshaut wirklich sehr schnell austrocknet und das Produkt, ja, spendet sozusagen der Gesichtshaut nochmal ein wenig Feuchtigkeit und Pflege. Absolutes Top-Produkt und wird auch immer wieder nachgekauft. Ein weiteres Pflegeprodukt, was leer gegangen ist, ist diese Handcreme von DM. Das ist die Handcreme mit Papaya und Buttermilch. Und da muss ich sagen, das Produkt hat einfach wirklich so, so lange gehalten. Man braucht davon wirklich sehr, sehr wenig. Was ich gut fand an diesem Produkt, es zieht relativ schnell in die Hände ein und es pflegt die Hände vor allen Dingen auch wirklich sehr gut. Also wenn ihr rissige, trockene Hände habt, dann empfehle ich euch dieses Produkt. Der einzige Nachteil an dieser ganzen Geschichte ist, es riecht etwas merkwürdig. Also mir wurde gesagt, es riecht sehr, sehr nach Klostein. Ich weiß nicht warum. Ja, aber man hat irgendwie diese merkwürdige Assoziation und ja, Papaya und Buttermilch. Naja,
wenn einem diese Gerüche ein wenig fremd sind, dann kann das schon mal ein wenig verwirren. Aber ansonsten fand ich das Produkt wirklich sehr, sehr gut und ist auf jeden Fall weiter zu empfehlen. Als nächstes kommen wir mal zu den aufgebrauchten Haarprodukten. Da ist bei mir diese Spülung von Balea leer gegangen. Das ist die Spülung mit Frangipani und Perle, nennt sich das Ganze. Ich hoffe, ich habe es jetzt auch richtig ausgesprochen. Das war für glanzloses und stumpfes Haar. Deshalb habe ich mir dieses Produkt auch gekauft, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass meine Haare relativ stumpf und glanzlos sind und ich wollte dem Ganzen ein wenig Pflege gönnen. Das Produkt ist ohne Silikone und ich fand es auch wirklich sehr, sehr gut und wird auf jeden Fall auch wieder nachgekauft. Ein weiteres Produkt für die Haare war dieses hier. Das ist die Sprühglisskur von der Marke Schwarzkopf. Die war wirklich sehr, sehr gut. In der Reihe gibt es sehr, sehr viele Produkte zur Auswahl. Ich hatte dieses für widerspenstiges und krauses Haar. Man sieht es jetzt nicht mehr in der Flasche. Das ist pink oder rosa und das sprüht man sich sozusagen in die trockenen oder feuchten Haare und lässt das Ganze einfach einwirken. Man muss das Ganze also nicht ausspülen und das Produkt ist wirklich sehr, sehr zu empfehlen bei trockenem Haar. Werde ich auf jeden Fall auch wieder nachkaufen. Absolutes Top-Produkt von mir. Als nächstes kommen wir zur aufgebrauchten Kosmetik und da ist ja relativ viel leer gegangen diesmal. Ich habe es wirklich tatsächlich geschafft, dass bei mir mal ein Blush leer gegangen ist. Das war das Blush von Catrice und zwar war das das Defining Blush in der Farbe 100 Rose Couture und das fand ich von dem Farbton wirklich super gut. Ich weiß noch nicht, ob ich es wieder nachkaufe. Ich habe inzwischen noch in der Schublade relativ viel und das würde ich sozusagen erstmal gerne aufbrauchen, weil da sammelt sich sonst immer zu viel an und da bin ich überhaupt kein Fan davon. Aber wie gesagt, absolutes tolles Produkt zu empfehlen und ja, mal schauen, ob ich es dann wieder nachkaufe. Dann habe ich hier ein Make-up von der Marke Astor. Das war das Perfect Stay Make-up, die Foundation. Und zwar hält die 24 Stunden und ist mit einem zusätzlichen Primer. Ich habe jetzt, wie ihr sehen könnt, es ist noch relativ voll, das Produkt trotzdem mit aussortiert, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich nutze es einfach nicht mehr und es macht keinen Sinn, wenn es einfach in den Regalen mit rumsteht. Es ist auf jeden Fall zu empfehlen, wenn ihr einen zusätzlichen Primer nicht nochmal unter dem Make-up mit verwendet. Aber ich habe inzwischen auch festgestellt, dass es, wenn es sehr, sehr lange im Regal mit dasteht, dass es sich irgendwie verfestigt. Also ich weiß nicht, die Konsistenz verändert sich irgendwie. Ich kann das nicht genau erklären, aber irgendwie lässt sich das Ganze dann nicht mehr so gut im Gesicht verteilen und ja, deshalb habe ich es gerne jetzt mit aussortiert, werde ich mir auf jeden Fall jetzt erstmal nicht wieder nachkaufen. Dann habe ich hier noch ein kleines Pröbchen mitgenommen bekommen. Ich habe es einfach mal in der Apotheke mit zugesteckt bekommen und zwar ist das von der Marke La Roche-Posay eine CC Cream. Das bedeutet, es ist Gesichtspflege und alles andere schon 3 in 1 sozusagen. Mit dem Produkt war ich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich zufrieden. Es war von der Konsistenz sehr, sehr dickflüssig. Es hat sich relativ schlecht im Gesicht verteilen lassen können. Es hat jetzt auch nicht wirklich meinen Hauttyp entsprochen. Werde ich mir auf jeden Fall nicht kaufen. Als nächstes haben wir hier noch einen Deep Eyeliner von H&M. Den habe ich jetzt endlich auch mal wieder aufbrauchen können. Ich fand ihn relativ gut. Die Konsistenz hat auch gestimmt, aber die Pinselspitze ist irgendwie sehr, sehr fest und man kann den Eyelinerstrich jetzt nicht wirklich so super gut definieren, wie man das vielleicht mit anderen längeren und weicheren Borsten machen kann. Deshalb würde ich den jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen und ja, war nicht so dieses absolute Top-Produkt von mir. Und zu guter Letzt ist bei mir auch wieder ein Mascara mit leer gegangen. Der war von Catrice, der Allround Mascara in Waterproof. Und den habe ich mir inzwischen auch schon wieder nachgekauft. Den fand ich wirklich sehr, sehr klasse. Der trennt die Wimpern einfach sehr, sehr gut. Er gibt zwar nicht so viel Volumen ab, wie man das vielleicht sich erhofft oder wünscht, aber ansonsten fand ich ihn sehr, sehr gut und absolutes Lieblingsprodukt inzwischen. Ja, sehr zu empfehlen. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat und
hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr freuen, oder einen lieben Kommentar. Ich verlinke euch natürlich jetzt an der Seite auch nochmal meine zwei letzten Videos, da könnt ihr gerne mal reinschauen, da zeige ich euch, wie ihr euch ganz einfach die Mitesser entfernen könnt, mit einer sehr, sehr simplen Do-it-yourself-Gesichtsmaske, und außerdem seht ihr, wie ihr euch die Poren verfeinern könnt. Also wenn euch das interessiert, dann klickt doch da gerne jetzt mal drauf und schaut euch die Videos an. Und ja, dann würde ich euch noch einen wunderschönen Tag wünschen auf jeden Fall, wann immer ihr auch das Video jetzt schaut. Und dann sehen wir uns ganz, ganz bald im nächsten Video wieder. Macht's gut, tschüss!